Ja, wir befinden uns hier in der Nähe von Barcelona. Wir sind hier im Trainingslager gewesen und hatten wirklich eine schöne Zeit. Das Wetter hat gut mitgespielt. Ich glaube, das ist immer schön, wenn man im Winter die Möglichkeit hat, mit den Mädels an einen anderen Ort zu gehen, um dort einen Tapetenwechsel zu haben, dann dem Regen und Schnee und so zu entfliehen und genau nicht auf gefrorenem Boden zu trainieren, ist einfach ein super Unterschied, weil du wirklich ganz explosiv arbeiten kannst, ohne dass du immer aufpassen musst, dass du wegrutscht. Und ein bisschen in der Sonne am Tag zu trainieren, ist natürlich auch total schön. Also hatten wir hier jetzt im Trainingslager eine gute Zeit. Aber was natürlich auch für meine Mannschaft extrem wichtig ist, dass wir mal so viel Zeit am Stück miteinander verbringen. Die Mädels haben Zeit, sich auszutauschen. Sie essen gemeinsam. Da ist einfach sehr, sehr viel Raum für Kommunikation und sich kennenzulernen. Und das ist ja auch etwas, was bindet in so einer Mannschaft. Deswegen geht es bei so einem Trainingstag eigentlich nicht nur darum, Sachen auch zu erarbeiten. Genauso wichtig sind für mich diese Teamaspekte, die da einfach jetzt in den Vordergrund dann auch gerückt werden können. Das sind Erlebnisse, die zusammenschweißen und die uns im Laufe der Saison genau diese Power und wahrscheinlich den Benefit geben können, den wir dann letztlich brauchen, um die ganz Großen zu schlagen.